Ja, hallo liebe Leseschatzfreunde, mal wieder ein fantastischer Lesetipp von mir. Die Spiegelreisende von Davos, die Verlobten des Winters, ist der Auftakt dieses Zyklus. Es werden 4 Bände insgesamt, das heißt, der zweite soll im Juli erscheinen, der dritte im August und der vierte, der abschließende Band, dementsprechend im Frühjahr des folgenden Jahres. Mich hat das Buch überrascht, erstmal, weil es im Inselverlag erschienen ist. Also eigentlich ein Buch, was in diesem Verlag untypisch ist, aber dann auch wiederum irgendwie nicht. Dann die Welt, weil es ist eine fantastische, märchenhafte Welt, in der vieles uns vertraut ist, aber dann auch ganz anders und frisch erscheint. Und viele Fantasy-Romane bedienen sich ja gerne der Welten von Tolkien, Michael Ende, Ted Williams etc. Hier erschien mir irgendwie das mal ganz anders zu sein. In der Welt, hier hat der Gott eines Tages gezürnt und hat einen Riss verursacht, sodass die ja, Länder eigentlich nur noch schwebende Inseln sind. Es gibt 21 an der Zahl, das sind so Archen. Und es beginnt hier auf der Arche Anima, wo Ophelia lebt. Ophelia ist die Heldin dieser Romanreihe, die sich ein bisschen bedeckt verhält. Sie ist tollpatschig, sie hat einen langen Schal, den wickelt sie um sich herum. Sie hat eine riesige Brille und sie hat besondere Gaben. Sie kann zum Beispiel lesen. Das heißt hier, sie kann durch Betrachten, in die Hand nehmen von Gegenständen, in die Vergangenheit dieses Objektes erspüren, erlesen, von allen Menschen, die halt auch ihre Emotionen durchbetrachten bzw. in die Hand nehmen, diesen Gegenstand übertragen haben. Deswegen trägt sie hauptsächlich auch Handschuhe, wenn sie zum Beispiel ihren Großonkel im Museum besucht, ein Museum von alten Gegenständen aus der alten Welt, Gegenstände, die uns vertraut sind, aber dann auch wiederum nicht. Sie hat eine weitere Gabe, sie kann durch Spiegel reisen. Und das war, glaube ich, die Ursprungsidee, soweit ich das gelesen hatte, von der Autorin selber, wie Ophelia gleich am Anfang des Buches aus einem Spiegel heraustritt. Das ist ziemlich toll geschrieben auch und das ist so eine Kernidee, die mich gleich hereingezogen hat. Jetzt beginnt der Roman spannend zu werden, weil sie ihrem Großonkel erzählt, dass sie den Auftrag bekommen hat, beziehungsweise ihr wird nahegelegt, jetzt einen Adlige zu heiraten. Sie sollte schon zweimal vorher verehelicht werden, dem konnte sie entgehen. Jetzt soll sie den Adligen Thorn heiraten, der aus der Arche Pol stammt. Und dementsprechend sucht sie jetzt ihren Großonkel auf und möchte dort vieles über diese Region, wo sie dann hinziehen soll, in Erfahrung bringen möchte. Sie möchte viel darüber erfahren, was das für Menschen sind, was hat sie zu erwarten, was sind das für Gepflogenheiten etc. dort. Als diese auch anreisen, merkt man auch, es ist eine andere Welt, weil hier wird mit großartigen Luftschiffen bzw. Zeppelinartigen Flugschiffen werden die Reisen gemacht. Und als sie dort ankommt, auch in die Hauptstadt, dort die Himmelsburg ankommt, kriegt sie so langsam die ganzen Intrigen mit, die dort sich verflochten haben. Und sie kommt in diesen Drachenclan, wo die Menschen noch finstere Magie verwenden, als sie in der Arche Anima zum Beispiel verwendet worden ist. Und so nimmt so langsam das ganze Buch große Fahrt auf. Und es lebt von der Stimmung, von den Beschreibungen des Hoflebens, sowie auch die Charakterisierungen, die mir ziemlich viel Spaß gemacht haben. Also eine gut ausgewogene Sprache, die teilweise auch fast schon altmodisch daherkommt, aber das fand ich gerade gut, weil die ist einfach passend zum Inhalt des Textes, liest sich trotzdem sehr flüssig und sehr zügig, sodass ich sehr schnell sehr viel Spaß hatte, diese zu lesen. Wie gesagt, das ist der Auftakt. Ich bin jetzt schon selber gespannt auf die Fortsetzung und ich wünsche Ihnen beim Lesen, beziehungsweise nochmal ein Hinweis, das Buch ist ein Jugendbuch, kann man ab 14 Jahren gerne lesen, aber wie gesagt, mir als Erwachsener hat es genauso viel Spaß gemacht. Also, erlesene Stunden mit diesem Buch, mit anderen Büchern. Bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.